Jede Band träumt davon, einmal den ultimativen Hit zu schreiben. Doch was macht ein Hit eigentlich aus? Dafür habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen, Tim Kunert. Er ist Dozent, Singer-Songwriter, DJ, Buchautor. Ich habe ja so eine Rubrik, kommen wir manchmal dazu. Okay. Die nennt sich Soundcheck. Ich habe vergangene Woche viele Bands aufgefordert, mir mal ihre Songs zu schicken, die wir uns mal anhören dürfen. Mhm. Und habe mir jetzt mal eine Band rausgepickt. Aus Hessen kommt die, aus dem Raum Hessen. Die Band heißt Maze. Mhm. 2009 gegründet, 2017 das erste Album, 2019 das zweite Album. Ja, die gibt es schon eine Weile. Ah, okay. Mhm. Und die haben ein Musikvideo gemacht innerhalb des ersten Lockdowns. Das heißt, irgendwie so ein Selfmade-Video, DIY. Das zeigen wir euch jetzt gleich in der Einblendung auch. Der Song heißt nicht 0815. Mhm. Und würde ich jetzt gerne mal mit dir mal reinhören, okay, was du dazu sagst. Mhm. So. Das ist jetzt zum Beispiel die Akkordverbindung, mhm, ne, die man kennt. Vier Akkorde, eine Harmonie. Schön. Du bist schön, auch ohne Like. Und ohne Schminke im Gesicht. Und wer war das? Ist interessant gemacht, das Video. Da ist eine Dolmetscherin. Deine Narben sind Geschichten. Sie gehören auch zu dir. Bleib wie du bist. Und veränder dich nicht. Cindy Klink heißt sie. Okay. Das ist eine YouTuberin als Dolmetscherin für Gebärdensprache. Hm. One-Shot, ne? Das ist cool. Ja. Maze haben übrigens schon als Vorband von JBO gespielt auch. Ja. Falls du die noch kennst. Ja. Also im Metal. Also im Metal-Bereich bin ich da. Ja, aber so ein so bisschen. Da kenn ich gar nicht aus. So ein bisschen, aber auch lustig. Okay, ja, okay. Also, zusammen mit deinen Freunden, ganz egal woher sie kommen, bleib wie du bist und veränder dich nicht. Bleib wie du bist, sei nicht 0815, bleib wie du bist und veränder dich nicht. Bleib wie du bist, sei nicht 0815, bleib wie du bist und verändere. Das scheint dann der Sänger zu sein, das hier im Bild, ne? Mhm. Großeltern, oder? Ja, wir waren Senioren, das ist schon mal cool. Das ist, ja, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stilmittel. Dieses Video, ein Video zu gestalten als neue Band, wenn man viele Leute ins Boot holt, die Teil des Videos werden, es spreadet sich dadurch viel schneller, weil jeder, der in dem Video mitmacht, seinen Freund, ja, zeigt. Definitiv. Ne? Also das Marketing ist sich auf jeden Fall clever. Gut, ja, gemacht, ja. Schöne Drohnenaufnahme und alle winken. Das ist ja süß. Hallo! Das ist aber landschaftlich, könnte es auch ein Rosamunde-Pilcher-Film sein. Ja, also nicht böse gemeint. Humor. Das finde ich ja alles gut. Also wenn ihr das Video gucken wollt, ich habe es verlinkt. Es ist hier unterm Tisch, ist die Infobox bei euch bei YouTube. Guckt mal rein, könnt euch das Video selbst auch nochmal angucken. Danke an Maze für das Video, dass ihr mir die Musik zugeschickt habt. Ja, wie gesagt, als Info zu Corona-Zeiten, klar, absolut logische Schlussfolgerung ist dann, außen zu machen, Leute zu involvieren, um Bildmaterial. Ja, wunderbar. Sie schreiben, dass sie vorhaben, den Song, der war ursprünglich nicht dafür gedacht, den auch auf Spotify zu veröffentlichen. Und die wollen den jetzt im Zuge der Albumproduktion nochmal neu aufnehmen. Okay. So, und da können wir zum Beispiel jetzt mal reingehen unter den ganzen Aspekten. Hm. Hast du für dich schon ein paar Notizen, hast du ja vorhin schon mal gemacht, ne? Ja, so. Kann ich mir jetzt die Gitarre nehmen? Oder so? Ich reich dir die. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Bild darf hier. Ja. Danke. Ich habe noch den Kapodaster, das Kapodaster, den Kapodaster, die Kapodaster, ich weiß es nicht. Der Kapodaster. Der Kapodaster. Genau, machen wir das mal so hier. So. Wir sind so alt, die Seiten verstimmen sich nicht mehr.
Da hast du die Akkordverbindung quasi. Genau, das ist auch so ein bisschen, was ich immer als Tipp gebe. Upbeat-Song, Dur, vier Akkorde, ganzen Song durch. Wunderbar. Ja. So, was würde ich jetzt vorschlagen, was man vielleicht ändern kann, ist, dass die Topline noch ein bisschen mal nach vorne geht. Und da würde ich einfach mal als Vorschlag nach oben gehen. Genau, ja. Das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ja. Mhm. Aber das wäre so ein Tipp. Dann kann man nämlich die Akkordverbindung da durchgehend lassen. Oder was ich halt auch im Buch habe, was ich auch oft versuche zumindest anzuwenden, ist eine sogenannte Akkordvariation. Mhm. Das heißt, man nimmt die Akkorde, die man da hat, und schiebt die einfach nochmal, würfelt die quasi nochmal durcheinander. Kannst du das da mal ein Beispiel? Eine Möglichkeit hatte ich mir jetzt ausgedacht, dass man eben dann sagt, okay, man geht eben dann von H-Dur zu Gis-Moll, dass man sagt, das heißt, man hat einerseits die hohe Melodie, ja, und hat aber außerdem noch eine Akkordvariation drin. Und dann eben als Idee vielleicht eben noch vor dem Chorus auf dem E zu bleiben. Ja, so ein Breakdown, so eine Fallhöhe. 2, 3, 4. Genau, das kann man als Stilmittel zum Schluss machen. Man lässt oder halt gleich ein bisschen Luft auch mal lässt, dass man nicht alles immer durchhämmert. Das ist jetzt ein bisschen Arrangementsache, aber dass man eben auch mal traut, sich einen Akkord liegen lassen zu lassen. Mhm. Also entweder nur die Melodie verändern, eben, dass man eben dann die Quarte hochgeht, oder eben dann noch, dass man sagt, okay, das gefällt mir, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Das muss jetzt dann die Band sagen, ey, ist es cool oder ist es nicht cool, dass man eben sagt, okay, nee, ich variiere nochmal die Akkorde. Aber das ist zum Beispiel ein Mittel, was viele auch machen, gerade eben, wenn es um Kontrast geht, Strophe, Refrain, dass man eben die Akkorde in der Strophe nochmal variiert und dadurch dann einen Kontrast herstellt. Und das ist eine dezente Sache. Repetition ist drin, sie gehen meinetwegen jetzt dann eben noch hoch mit der Melodie, das ist eigentlich die gängigste Methode, und sie können jetzt noch mit einer Akkordvariation arbeiten. Ja. Und das wäre auch mal so mein Tipp, so, das habe ich so in der Hitformel drin, wenn man wenigstens 2 oder 3 so einer Tricks einbaut in so einen Song, dann steht auch der Chorus. Bleib wie du bist, sei nicht 0815, bleib wie du bist und veränder dich nicht. Also ich finde das Thema extrem gut, gerade in der heutigen, finde ich das alles super. Gerade in der heutigen Zeit finde ich das extrem wichtig, auch das als Standing zu sagen, ey, steht zu euch selbst, passt euch nicht an. Und da kommen wir nochmal für mich zu der Haupttextzeile, bleib wie du bist, indiziert aber eigentlich, verändere dich nicht. Verändere dich nicht. Im Gesamten kann sehr einschränkend sein. Also ich würde vielleicht textlich dann eher dahin wechseln, sei wie du willst. Das macht es noch ein bisschen freier und bringt für mich die Message noch ein bisschen mehr auf den Punkt. So. Ja, aber das ist ja doch eher Umgangssprache. Und es ist umgangssprachlich. Bist, geht natürlich mehr mit als sei wie du willst. Sei wie du willst, ja. Das kann man vielleicht mal als Variation reinnehmen. Also ich finde das jetzt vollkommen in Ordnung. Die Gitarre im Intro zum Beispiel ist aus meiner Sicht wirkt ein bisschen verloren. So, also ich meine, sie gibt zwar schon wieder, wo es harmonisch hingeht, aber an sich ergibt es keinen Sinn, weil der Song damit noch nicht irgendwie eingeleitet wird, hundertprozentig. Das wirkt ein bisschen gejammt. Man könnte im Prinzip, aus meiner Sicht, würde es nichts ausmachen, einzuzählen und komplett gleich mit diesem Trompetenpart reinzugehen. Finde ich auch, finde ich gut. Trompetensample auf der einen Seite total charmant, weil es ein bisschen Lo-Fi-mäßig billig klingt, kann aber eben genau auch als Stilmittel inszeniert werden. Es gibt ja viele so Indie-Bands, die ja bewusst Lo-Fi-Musik machen. Und da könnt ihr zum Beispiel mal gucken, wo könnt ihr euch da noch ein bisschen mehr von abheben. Wollt ihr das ein bisschen Lo-Fi-mäßiger machen oder legt ihr sehr viel Wert darauf, dass die Trompeten-Samples echt klingen? Das würde ich investieren, weil das ist cool. Dann hat es auch was Eigenes, dann ist es nicht ein Sample. Und es ist ja nicht, das ist ja nicht Musikrichtung, ist ja nicht Elektropop oder Elektronikrock. Das ist halt sehr organische Musik. Es ist ja quasi, wie man so sagen würde, handgemachte Rockmusik. Die Drums klingen cool, die haben irgendwie so ein bisschen diesen Proberaumcharakter, aber trotzdem klingt es sauber, es ist nichts verzerrt. Ein bisschen mehr Drive würde man reinkriegen, wenn man wirklich dann noch ein Tambourin reinnimmt. Genau. Weil ich habe den Eindruck, die Band steht ein bisschen hinterm Sänger vom Timing her. Der Sänger neigt dazu, einen Ticken vor der Eins zu singen, also vor den Zielzeiten zu singen. Wäre jetzt ein Tipp, entweder den Song noch mal ein paar BPMs anzuheben, sodass der Sänger vielleicht sogar noch ein bisschen Mühe hat, hinterherzukommen. Damit würde der Song noch mal einen unheimlichen Drive bekommen. Mhm. So.
Und im Refrain hätte ich vielleicht noch die Idee gehabt, die Backing-Vocals, die kommen, vielleicht nicht gleich im ersten Refrain irgendwie einzusetzen, sondern um es spannend zu halten, richtig, vielleicht erst im zweiten. Richtig, und dann auch stimmmäßig noch ein bisschen zu erweitern. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Stimmen rausgehört, dass man nach oben geht, vielleicht noch eine Frauenstimme mit reinnimmt, um den wirklich als Chor noch anders einzubetten, im Raum ein bisschen weiter nach hinten zu setzen. Und dann habe ich gehört, gibt es nach dem zweiten Chorus einen Instrumentalpart, der dann unterbrochen wird, sehr spannend. Da geht der Refrain sehr ruhig los, ne? Wo du nur den Sänger kurz hörst. Da gibt es einen kurzen Breakdown und dann steckt die Band erst wieder ein. Mhm. Das wäre jetzt aus meiner Sicht auch der perfekte Zeitpunkt gewesen, um nochmal vielleicht mit einer Rückung zu spielen, um nochmal den Song an der Stelle um einen halben Ton nach oben zu transponieren oder einen ganzen Ton. Bleib wie du bist, sei nicht 0815, bleib wie du bist und veränder dich nicht. Versucht mal auch ein bisschen mit Akkordlängen zu arbeiten. Und das mag vielleicht erstmal vom Kopf auszukommen, aber was man eben so eine Sachen macht, dass man eben dann bevor es in den Schlussrefrain geht, dann bleibt man halt mal 2-3 Takte auf diesem Schlussakkord. Das ist eine minimale Sache, ja, aber das hat oft einen coolen Effekt. Okay. Das würde ich dann eher so machen. Also wenn du über Rückung sprichst, dann einfach Akkordlängen gucken, dass man den letzten Akkord einfach ein bisschen länger hält, zum Beispiel. Ansonsten Backing-Vocals, super Idee. Und auch was du gesagt hast, im Buch nenne ich das steigendes Arrangement, was halt 70% aller Arrangements sind halt so. Man fängt halt einfach an und dann ist das, man packt immer mehr was dazu, bis halt das Endergebnis ist. Also Ziel ist immer der letzte Refrain. Und das ist natürlich dann clever, wenn man sagt, okay, dann heben wir also uns diesen Song über eine Akkordreihenfolge trotzdem spannend zu halten. Das ist es gerade, darum geht es. Ja. Eben um diese Monotonie dann auch zu brechen. Na, eigentlich schon vieles richtig. Ich finde es super. Ja. Ne, das ist super. Ich glaube, die atmen gerade auf, weil die hatten mir vorher noch geschrieben, aber bitte nicht so negatives Feedback. Nein, nein, Gottes Willen, nein. Also wenn ich jetzt das mal das so... Das ist auch kein Urteil, was wir hier machen. Runterbrechen, nerdy-mäßig. Also vielen Dank, ja, Mace, für diesen Song. Ja. Ich hoffe, das ist hilfreich gewesen für euch, unser Feedback. Und wenn ihr auch da draußen noch einen Song habt, den wir unbedingt mal hören sollten oder ich, und ihr ein Feedback haben wollt, schickt uns den gerne an info@hilbertproduction.de oder schickt mir eure Spotify-Links auf unsere Facebook-Seiten, Instagram. Ich bin gespannt, was da kommt und ich höre mir alles an. Auf jeden Fall landen alle Songs in meiner Playlist auf Spotify. Soundcheck, I can help you. Guckt mal nach, ich habe das alles unter dem Tisch in die Infobox gepackt. So viel zum Soundcheck.